Hallo und schön, dass du da bist zur Steinbocklegung für den November 2023. Wir starten gleich mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden November. So, du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen und zwar mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. Wir legen jetzt natürlich auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir nun zeigen möchten. So, hier haben wir die sechs der Stäbe. Erfolg, solltest du hier an etwas arbeiten, wirst du hier den Erfolg, den Sieg einheimsen. Vielleicht erhältst du auch viel Bewunderung für etwas, was du getan hast. Mir kommt noch ein, etwas, wofür du gekämpft hast, wird jetzt Realität, wird jetzt wahr, ja, geht jetzt hier in die Umsetzung, es wird sichtbar, es kommt hier jetzt zu einem positiven Ergebnis in einer Sache. Vielleicht hast du auch im November eine irrsinnige Ausstrahlung oder du hast eben, wie gesagt, etwas erreicht, das für dich strahlt, für dich steht. Königin der Kelche, absolut in der Leichtigkeit, im Gefühl. Ja, du fühlst dich hier wohl, du fühlst dich hier richtig gesegnet, muss ich hier schon fast sagen. Du fühlst dich hier gesegnet mit deinen Ergebnissen, die sich hier jetzt zeigen. Ja. Du hast lange für etwas gekämpft, lange für etwas gearbeitet, lange für etwas hingearbeitet und nun sieht man die innere Entspannung auch, ja, diese Gelassenheit, die sich jetzt zeigt. Du hast sozusagen das erreicht, was du wolltest. Was natürlich nicht das Ende bedeutet, wollte ich gerade sagen. Und jetzt kommt die drei der Münzen, was genau das beinhaltet, ja. Das heißt, es wird trotzdem weiterhin daran gearbeitet, um das Ganze noch stabiler sozusagen aufzubauen. Es wird zusammengeholfen, es wird weiterhin an diesem Teppich gemeinsam gewebt. Ja, jeder unterstützt auf seine Art und Weise. Also es geht hier definitiv weiter. Das heißt, du hast hier einen gewissen Grundstein gelegt, hast dich für eine Sache entschieden, wirst wahrscheinlich auch den ersten Step hier, den ersten Meilenstein hier erreichen bei etwas. Das kann ganz unterschiedlich jetzt, wie gesagt, sein. Es kann hier um eine Beziehung gehen, ja, wo du jetzt vielleicht, was weiß ich, einen Heiratsantrag bekommst, ja, wo ihr jetzt zusammenzieht, wo ihr jetzt heiratet, ja, wo ihr hier jetzt ein Kind bekommt. Das heißt nicht, dass es dann aus ist, es ist so ein Meilenstein. Es kann aber, wie gesagt, auch beruflich sein, dass du vielleicht in einer Selbstständigkeit oder irgendwo einfach hingearbeitet hast auf ein Ziel, auf eine bestimmte Sache und diesen Meilenstein wirst du jetzt erreichen. Du wirst das Ganze genießen, ja, das Ganze genießen, was du hier im November erreicht hast. Aber trotzdem ruhst du dich nicht auf deinen Lorbeeren aus, sagen wir so. Es geht gleich weiter, denn du weißt, ja, ich immer mit diesen Sprüchen. Dann verdrehe ich wieder alles. Also lasse ich es lieber gleich. Du weißt, dass man weiterhin daran arbeiten muss, ja, dass die Beziehung, nur weil man jetzt hier einen Heiratsantrag bekommt, nur weil man hier jetzt heiratet, nur weil jetzt hier ein Kind da ist, nur weil man hier jetzt in einer offiziellen Beziehung ist, nur weil man jetzt beruflich hier etwas erreicht hat, heißt das nicht, dass man sich jetzt ausruhen kann. Es wird weiterhin hier an etwas, am Gemeinsamen, ja, wird hier gemeinsam an etwas gearbeitet, damit das Ganze natürlich auch so bleibt. Und weiter wächst. Genau. Das Beste, ich erkläre es so. So, was haben wir hier? Zehn der Schwerter, fünf der Stäbe. Das ist genau das, was ich hier bei der ersten Karte bereits gesehen habe. Ja? Dieser Kampf, der hier vorher
war, diese Anstrengung, diese enorme, das lässt du jetzt hinter dir. Also hier ist kompletter Abschluss von diesem Anstrengenden, von dem Kampf, sich bemühen, sich anzustrengen. Sicher kann man sich bemühen, ja, aber ja, oder auch gewisse Konkurrenten schaltest du hier vielleicht sogar aus, ja. Gewisse Konkurrenten, die hier noch irgendwo an deiner Seite waren, ja, das willst du nicht mehr. Du willst Menschen in deinem Umfeld, in deinem Leben, die dich bereichern, die dich unterstützen, und du brauchst hier niemanden, der zu dir ist, sich irgendwie in Konkurrenz stehend fühlt. Ja, nehme ich hier auch wahr. Menschen, die dich als Maß nehmen, wogegen sie ankämpfen können, ja, so Reibereien. Du möchtest Menschen in deinem Umfeld, die mit dir zusammen an etwas, an einer Zukunft arbeiten, an etwas Langfristigen, an etwas Stabilen, und alles andere kann gehen. Da war verkehrt gerade der Teufel. Du entfernst dich von diversen Versuchungen. Komplett. Also ich vermute mal, da du hier sehr stark an etwas gearbeitet hast, hast du das bereits getan, aber hier ist jetzt noch der komplette Abschluss. Ja, die Hohepriesterin. Und wird hier auch besser für dich sein. Du spürst, dass du hier vielleicht von gewissen Menschen vollkommen Abstand nehmen solltest. Ja, oder von gewissen Situationen. Es könnten auch natürlich Situationen sein, Wettbewerbe, Konkurrenz, wie gesagt, dass du hier vielleicht nicht mehr danach schaust, was andere machen, sondern nur mehr hier dich auf deinen Weg, auf deine Sache hier fokussieren wirst. Vier der Stäbe. Hier wird definitiv ein Tag der Freude, ein Tag der Feierlichkeit. Vielleicht hat auch jemand Geburtstag, ja, vielleicht ist irgendeine andere Feier, vielleicht auch eine Hochzeit, vielleicht ein anderes Ereignis, ein größeres, das sich hier zeigt. Ich sehe dich hier jedoch sehr entspannt in deinem Frieden, ja. Du kannst Spaß haben mit Menschen, aber keine Konkurrenz. Ja, keine Konkurrenz, kein Konkurrenzdenken. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Du fokussierst dich auf deine Sache. Das nehme ich wahr. Du fokussierst dich dazwischen auch immer wieder auf dich. Ja, auf deine Intuition, auf dein Herz, auf dein Gefühl, dass es dir gut geht. Ja, dass es dir dabei gut geht, dich zu entspannen. Also ich sehe hier immer Erfolg, Gelassenheit, Entspannung, Genuss auch, dann wieder Arbeit, ja, zusammenhelfen, sich unterstützen. Dann sieht man wieder hier, du hörst auf deine Intuition, dann wie gehst du wieder nach außen. Ich sehe hier, dass das sehr schön in Balance ist. Ja, das Innen und Außen ist sehr identisch, ja, wenn du verstehst, was ich meine. Gut, also dein innerer Zustand passt sehr gut zum Äußeren, da du dich zu gleichen Teilen auf dein Inneres fokussierst und zu gleichen Teilen auch wieder auf das Äußere. Ja, das ist in Balance. Du bist jetzt nicht irrsinnig zurückgezogen, du bist aber jetzt auch nicht irrsinnig extrovertiert und nur im Außen unterwegs, sondern das ist in Balance. Ja, so scheint es mir hier zumindest so zu sein. Und deshalb brauchst du hier mit dem Fünf der Stäben, das passiert meistens Menschen, die sehr extrovertiert sind und nur aufs Außen schauen und die eigenen Gefühle, Bedürfnisse vollkommen ignorieren, ja, und hier mit anderen konkurrieren, sich messen mit anderen. Da ist man eben nur im Außen. Du bist zufrieden, wenn es dir gut geht. Deshalb brauchst du das gar nicht. Du musst hier nicht vor anderen irgendwie, ja, irgendetwas gewinnen oder sonstiges. Hier ist gut, wenn das so läuft. Schritt für Schritt die Unterstützung da ist, auch die Freude da ist, gewisse Feierlichkeiten da sind, aber dann hörst du auch wieder auf dein Inneres und nimmst dir auch wieder Zeit für dich selbst, für dein Herz, für deine Bedürfnisse. So, wir schauen jetzt weiter und tiefer rein mit dem Witches Tarot. Hopsala.
Sechs der Stäbe, zehn der Stäbe. Ja, ich habe es schon fast vermutet. Hier hast du wirklich starke Belastungen auf dich genommen. Also du hast hier schon starke Belastungen hier auf dich genommen für diesen Etappensieg, würde ich hier jetzt sagen. Ja, du hast da einiges dafür gegeben, was ja hier die meisten Menschen gar nicht bereit sind, so viel für etwas zu geben. Hast du hier irrsinnig viel gegeben, Verantwortung übernommen. Königin der Kelche. Hier nochmals die Hohepriesterin zur Königin der Kelche. Hier nochmal. Was ist das? Du hast dein Innerstes, deinen Schatten. Du hast deine Schattenthemen vielleicht auch, ja. Negative Seiten an dir mit einbezogen. Hast dir das genau angeschaut und das war vielleicht auch die Schwierigkeit dabei, ja. Hier alle Seiten mit einzubeziehen, kommt mir hier rein. Alle Seiten mit einzubeziehen. Einerseits die enorme Anstrengung, großer Mut nehme ich auch wahr. Mut für etwas zu stehen, etwas durchzustehen. Königin der Stäbe, drei der Münzen. Etwas anzupacken, etwas anzugehen. Und du bist auch, ja, das Problem ist nämlich oft dann, dann hat man das erreicht, dann interessiert es einem nicht mehr, ja. Oder es läuft dann langsam aus. Bei dir ist es genau umgekehrt. Du bist jetzt noch motivierter, hier noch gemeinsam an etwas zu arbeiten, gemeinsam etwas aufzubauen, eine schöne Zukunft hier aufzubauen. Ich sehe deine Motivation hier. Ich wollte es gerade sagen, denn nur Stäbe allein, ja, werden schnell langweilig. Das ist zwar jetzt nicht temperamentvoll, ist nicht leidenschaftlich. Wir haben hier übrigens den König der Stäbe noch zu sehen. Aber es wird eben auch schnell mal langweilig. Ja, so heiß es am Anfang auch erscheint, so langweilig wird es mit der Zeit. Deshalb, und das weißt du. Ich nehme wahr, das spürst du, das weißt du und deshalb ist es ganz wichtig hier mehr Ebenen hier aufzubauen. Es kann in der Liebe zum Beispiel sein, dass man jetzt hier vom Eros in die Philia geht, ja, in die freundschaftliche Liebe, hier etwas mehr noch aufbaut und am Ende dann zur Agape, zur wahren langfristigen Liebe hier, zur bedingungslosen Liebe hier führt. Ich sehe dich hier auf jeden Fall sehr bemüht, sehr motiviert, hier weiterhin an etwas zu arbeiten. Und nur weil hier jetzt etwas geschafft ist, das Ganze nicht einfach nur laufen zu lassen. König der Stäbe zeigt sich hier. Hier sind schon zwei, ein Pärchen, zwei Menschen, die sich sehr anziehend finden. Also eher Eros können wir hier erkennen. Ja, hier mit den zwei Münzen, das Abwägen, gewisse Menschen hier auch hinter dir zu lassen, um an deinem engeren in deinem engeren Kreis hier mehr Aufmerksamkeit zu schenken, deinem engeren Kreis. Und ich möchte kurz auf etwas hindeuten. Ja, wir haben hier nämlich König der Stäbe und König der Kelche. Und wir haben hier bei dir auch Königin der Kelche, Königin der Stäbe. Also es ist bereits sehr viel Liebe vorhanden bei euch, sehr viel Liebe. Das ist nicht nur Eros, das muss ich korrigieren. Da ist schon sehr, sehr viel Liebe hier dabei. Also dass wir haben hier doppelte Königinnen und König-Energien hier zu sehen. Und ich glaube, dass dir das auch wichtiger ist, falls es hier um eine Partnerschaft geht, um einen Menschen, das hier weiter auszubauen. Ja, noch weiter auszubauen, hier deine Zeit in etwas zu investieren und wirklich abzuwägen. Was brauche ich denn oder wen brauche ich denn hier eigentlich gar nicht mehr? Wer hält mich denn hier auf von meinem Traum, hier in Liebe und Glück zu leben? Ich glaube, du gehst ja sehr bedacht vor, muss ich sagen. Karma, die Hohepriesterin, ist die Gerichtskarte. Hier wirst du einiges noch erkennen und oder erfahren.
eine gewisse Erleuchtung, nachdem du hier etwas oder jemanden hinter dir lässt. Und ich nehme nicht wahr, dass das dieser König der Stäbe ist. Also sonst hätten wir hier nicht die drei der Münzen. Ja, und es wird nur vielleicht ausgebaut auf die nächste Stufe. Etwas wird hier auf die nächste Stufe gebracht. Was haben wir hier mit dem Karma? Vier der Stäbe. Vielleicht ist hier auch einfach so, du erhältst das jetzt zurück, was du vorher investiert hast. Ja, hier war ja etwas irrsinnig anstrengend, irrsinnig belastend und du erhältst hier jetzt das zurück. Karma ist ja auch der Kreislauf, ja, der zurückkommt jetzt wieder auf dich. Du tust sozusagen etwas und dann schnallt es zurück und du hältst das alles wieder zurück. Die Welt auf die vier der Stäbe. Grenzenlose Freude kommt mir gleich rein. Grenzenlose Freude hier. Vollkommenheit, vollkommene Ausgelassenheit auch. Du hast wirklich, also manche Menschen, viele Menschen feiern einfach nur. Ich sehe hier aber, du hast wirklich einen Grund, wahren Grund zur Freude und zum Feiern. Ja, du kannst hier wirklich feiern und dich freuen. Ja, du hast hier sozusagen alle Elemente hier integriert. So, Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter auf die vier der Schwerter. Dich bringt niemand und nichts aus der Ruhe. Niemand und nichts kann dich aus der Ruhe bringen. Mit dem Ritter der Schwerter, ja, das sind vielleicht Nachrichten, plötzliche Anrufe, plötzliche Messages, was auch immer. Ja, es kann auch in den Nachrichten irgendetwas sein, wo andere nervös werden. Du bist gelassen, du bleibst gelassen, du weißt, alles vergeht wieder, ja, alles wird wieder. Und bist du sehr stark im Vertrauen auch in deiner eigenen Energie, in deiner eigenen Herzenergie, ja, und lässt dich hier nicht mehr so leicht von anderen aufwühlen, durcheinander bringen. Das interessiert dich gar nicht, wenn dann nur peripher. Ja, das ist genau dieser Abschluss, der sich hier wieder zeigt. Es ist dir wichtiger, dass du dich wohlfühlst, dass du auf dein Herz achtest, dass du das tust, was dir gut tut, und was andere wollen oder dir mitteilen wollen. Es kann auch nur um Gerede gehen. Ich sehe hier gerade die Königin der Kirche, die die Hände so nach oben gibt. Macht, was ihr wollt, ja. Es belangt mich nicht mehr. Ja, es belangt mich nicht mehr. Du gehst hier vollkommen raus. Und wir haben hier den Wagen. Dann geht es hier ordentlich weiter. Wir haben hier Herrscher, die Sonne. Es dürfte hier wirklich mit einer zweiten Person, also mindestens eine Person, wenn nicht sogar mehrere. Bei den drei der Münzen haben wir drei. Aber im positiven Sinne natürlich. Also könnten auch noch mehr sein, aber definitiv mit einer Person hast du es auf jeden Fall hier zu tun. Wir schauen hier gleich genauer rein. Solltest du nicht wissen, wer diese Person ist, sein wird, schauen wir hier genauer rein mit den Rider-Waite-Karten. Wer ist denn diese Person? Woher kennst du sie? Etc. Schau also gern vorbei. In der weiterführenden Legung findest du hier auf YouTube im Mitgliederbereich ab Stufe 2 VIP-Mitglied und ich ziehe noch eine Herzkarte oder eine Glückskarte für dich. Also bis gleich. Ansonsten schaut euch natürlich gern dein Mondmaß, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und ansonsten, ja, abonniere natürlich, falls du das noch nicht getan hast. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.